Ich melde mich zurück aus Far Cry, da bin ich wieder. Und wir sind hier einfach in der letzten Folge einfach mal reingesprungen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich eigentlich hin wollte. Ich glaube, hier war irgendwie so ein Höhleneingang, glaube ich. So war das. Da ist er. Ich kletter mal da hoch. Flatsch. Oh, geiler Körper. Sehr schön gelöst. Ich tauche da mal runter. Da müsste auch das Blatt liegen. Und es liegt natürlich nicht da. Doch, da lag's. Ah, verdammt. Shit, shit, ich muss mal an die Wasser. Oberfläche. Oberfläche, ich ertrinke, ich ertrinke, ich ertrinke, ich ertrinke. Alter Verwalter. Das war knapp. Das sind aber auch, glaube ich, auch nur blaue Blätter, also nichts Besonderes, wenn wir uns die holen würden. Klettern wir hier mal so ganz elegant hoch. Komm ich denn da dran? So, okay, springen. Alles klar. Boah. So gerade, ey. Boah. Boah, das war ja toll gemacht. Und nochmal. Hier hoch. Und hier hoch. Und wo ging es weiter? Ich hab schon. Oh, oh, nicht runterfallen. Hochklettern sollst du. Daran. Und daran. Achso, das sind die Seile. Ich dachte, da liegt gerade irgendwer. Da ist auch ein Eingang. Hätten wir doch vielleicht da lang gehen sollen. Alter, ich schaff's doch nicht. Oh doch. Schaff ich ja doch. Oh, knapp, knapp. Alles klar. Ah, okay. Gesehen. Hä? Wo ist denn jetzt der komische Höhleneingang? Ach da, okay. Boah, knapp. Na, hallo, ich will da hoch. Hallo, genau. Wow. Alter. Hab ich mich gerade voll erschreckt, wie er das Licht anmacht. Oh, wadu wadu puh, hey, hey, ho. Oh, wadu wadu wadu, hey, hey, ho. Finde ich nice. Alles klar. Ein Relikt. 6 von 120. Da haben wir ja noch was vor uns. Schick. Schick, schick. Machen wir gleich erstmal ein Thumbnail von. Drachenbrosche. Wow. Da war ja ordentlich Cash drin. Hat sich doch gelohnt, hier runter zu springen. Ich dachte schon hier, das haben wir für lau gemacht. Wo ist die Oberfläche? Ah, da. Ah, da. Okay. Los, tauch schneller auf. Hallo. Dieses irgendwie das schneller Schwimmen. Da merke ich jetzt nicht so. Vielleicht bin ich einfach vorher noch nie geschwommen. Um das festzustellen. Um das zu vergleichen. Ja, hallo. Da geht's doch hoch. Oder nicht? Zum Verarschen. Ja, sag ich doch, geht da hoch. Oh ja, so ein bisschen hin und her. Oh, geil, eine Höhle. Sind wir hier also auf der... Hä? Was ist das denn hier? Alles klar. Wollen wir da rein? Vielleicht müssen wir das aufsprengen oder so. Probier's mal. Ganz vorsichtig. Ganz dezent. Hat funktioniert. Oh ja. Oh, Alter. Oh.
Was für eine große Öffnung. Ne, hat natürlich nicht funktioniert. Verdammt. Kommen wir bestimmt hinterher nochmal mit der Mission rein. Der Hauptaufgabe. Alter. Oh, ein Elefant. Hallo. Ich nehme dich mal mit. Und dann nehme ich mal hier die Kiste Bronzeschmuck. Tja, wir sind hier. Finden hier gerade nur so Relikte, Alter. Richtig nice. Eigentlich. Ja, komm. Holen wir uns das einfach mal. Vielleicht sollten wir irgendwann auch mal mit der Hauptmission weitermachen. Die verschiebe ich hier zurzeit immer, weil ich immer so viel entdecke. Einfach. Ist auch geil. Sag halt aus, als wäre da ein Glühwürmchen. Hier hoch, kommen wir denn wieder raus? Ich wollte eigentlich nur auf Hirschjagd gehen. Jetzt tummeln wir uns hier wieder im Untergrund rum. Oh. Oh. Ah, wieso nur Köpfe? Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Auf jeden Fall. Ist das nicht dieses kleine Recken da? Ah, nee. Bin ich denn hier? Ach, nee. Hier bin ich. Cool. Ja, das ist natürlich schön. Kann ich hier einfach so reinspringen? Ich probier's einfach mal. Wow. Das war natürlich jetzt sehr flach. Also Kinder, springt einfach nicht so in unbekannte Gewässer. Liegen hier noch die ganzen Truhen? Ja, ist doch fein. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Oh, das war toll. Wollte ich da gerade rausschießen hier. Hallo. Werfst du die Hände? Die sind... Das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Dass hier alle aussehen. Alle gleich aussehen. Hätten sie ein paar Skins noch mit mehr einbauen können. Finde ich. Guck mal. Tss. Oder? Haben die unterschiedliche Tattoos? Jo, die haben unterschiedliche Tattoos. Ansonsten sehen sie gleich aus, aber... Der steht hier ein bisschen rum. Und dafür kann einer nicht mit Auto fahren. Ich vermisse ihn, mich auch. Nee, auf keinen Fall. Oh, was war das denn gerade für ein Bug? Und schon wieder. Komm her. Alter, schon wieder. Was ist denn hier gerade los? Das Spiel will mir wieder abschmieren oder was? Ah, da hoch vielleicht. Achso, nee. Hm. Wo haben wir denn die Truhe? Die Zeit ist auf unserer Seite. Ja, wir haben ja genug Zeit eigentlich. Hä? Kommen wir denn da auch hoch? Muss ich irgendwie aufs Dach oder so? Stimmt, ich gehe da mal. Hier geht's lang. Ah, alles klar. Was ihr heute wohl kocht? Gar nichts. Seilrutsche. Oh, cool. Hui! Alter. Mag die Viecher nicht. Doch, ich schon. Ich finde die cool. Das ist ja gegen Ziegen. Pff, scheiß Ziegen, ey. Aber es ist ganz cool, was sie hier so quatschen. Und noch eine Kiste. Haben wir hier noch eine? Da. Und... Vielleicht da oben drauf oder so.
Nee, natürlich nicht. Da, wo ich was vermute, ist natürlich nie. Die Kiste müsste hier... Nein, nein, nicht. So. Alles klar. Hallo, wie geht's euch so? Mein Freund? Ja, hi. Was gibt's? Was ihr heute wohl kocht? Wer denn? Na egal. Schauen wir hier mal so ganz elegant weiter. Gehen wir mal hier um die Kurve. So. Hui, so. Hier, und ich spiele auch jetzt eigentlich jetzt gerade nur... Wollte halt sowieso Far Cry aufnehmen. Und dann eben war ich auch in MTA. Hab's aber nicht aufgenommen. So privat quasi. Und da hat mich ein lieber Zuschauer angeschrieben. Schöne Grüße nebenbei. Wer sich das gerade anguckt hier, der wird schon wissen, wen ich meine. Hey, das fand ich ganz nice. Ruft dann bist du in MTA auf einmal an. Hey, was ist hier? Ich so, frag ihn so, was gibt's? Schreibt er so. Ja, hi, ich guck deine Videos. Das fand ich schon irgendwie schön. Und deswegen mache ich das auch, weil man dann so viele Leute kennenlernt. Der Zug ist ja nice. So, hier ist noch eine Kiste. Und er sagte so, ja, ich soll noch mehr MTA machen. Und das kommt natürlich. Oh, hallo, was machst du denn da? Alles gut? Ey, hier liegt jemand. Komm mal her. Ich will nach Hause. Ja, dann fahr doch. Ich will nach Hause. Was ist das denn hier? Oh. Alter. Oh, ja klar. Keine Munition mehr drin. Von dir? Ich vermisse ihn. Vermisst er mich auch? Wer denn? Der hier gerade hingefahren ist? Du scheinst dir ziemlich sicher zu sein, ja? Ja, ich bin... Du bist so ein Arschloch. Pass auf, die Schlampe wird schon kommen. Ich hasse dich, echt. Du machst es einem aber auch leicht. Alles klar, keine Ahnung, worüber sie sich gerade unterhalten. Ich suche jetzt erstmal hier die Hauptmission, denn da sollten wir auch mal vorankommen. Ewige Liebe. Nordblick-Tankstelle. Alles klar, da wollen wir mal dahin reisen, so ganz elegant, ja, ja, mal ganz easy. So, da sind wir auch schon. Auf jeden Fall brauchen wir... Verkaufen wir hier mal ein bisschen. Boah, 500. Nicht sonderlich viel. Warte mal. Warte mal, wir haben noch nicht alles verkauft, oder? Hier, die Heizangkette haben wir doch nicht verkauft. Stand vermutlich von den... Mau... Schnellverkauf. Ah, okay. Hilftasche voll. Alles klar. Hab's verstanden. Oh, ey, warte mal. Bevor ich jetzt hier weitermache, wir haben doch noch jetzt einen Platz dafür. Leuchtpistole. Der Kurvbogen ist natürlich auch geil. Eine Leuchtpistole. Können wir kein Land und Wasser reparieren? Ja. Können wir eventuell so mitnehmen, aber bringt uns natürlich nicht sehr viel. Raketenwerfer. Schrot. Ja, die können wir mitnehmen. Die nehmen wir auch mit. Nehmen wir hier noch ein bisschen mit. Erweitertes Magazin. Nachtsicht. Oder Reflex oder Rotpunkt. Was können wir denn da? Können wir einen Aufsatz? Ja, unpraktisch. Upsa. Egal, nehmen wir einfach mal so mit.
hätte wir da jetzt super ausgerüstet. Jetzt haben wir eine Schrotflinte, haben eine Sniper und ein Maschinengewehr. Das ist natürlich sehr praktisch. Hier, schaut mal, so. Oh, ist doch geil. Und dann haben wir hier noch so. Ah, warte, da kam gerade ein Hinweis. Ah, egal. Ist auch schon wieder weg. So, ich komme so auf 3, komme ich dahin, alles klar. Dann laufen wir mal in Richtung der Hauptmission und da mache ich auch wieder einen kleinen Cut. Es tut mir leid, wenn die Folge hier ein bisschen kürzer geht. Ein bisschen kürzer wird. Muss ich hier überhaupt hin? Ist das überhaupt die Hauptmission? Nee, ich glaube, nee, der gelbe Punkt ist die Hauptmission. Aber was ist das denn? Ewige Liebe? Irgend so eine Mission, dann können wir die ja noch machen. Wenn es nicht die Hauptmission ist, dann mache ich das noch eben schnell. Oh, da können wir Poker spielen. Oder? Nee, komm, spielen wir eine Runde kurz Poker. Geht schneller. Gehen wir mal hier rein. Buff. Spiel mal eine Runde Poker. Alles klar. Da draußen hört auch einer. Yeah, geile Musik. Dum, 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 dum. Dim 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 dim. Alles klar, auf ins Training. Was ist Handy denn hier? Alles klar, was soll ich machen? Oh, ich kann so links und rechts gucken. Und mischen kann ich. Ja, dann teile ich hier erstmal aus. Arnold setzt den Big Blind 4 Chips, alles klar. Arnold. Da gehe ich mit. Oh, ho, 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 ho. Dann kann ich ja... Ah, Wert anheben. So. Setzen wir mal 10. Wie viel haben wir denn? 100? Alles klar. Enter West. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Da alles klar. Alles klar. Seid ihr euch da wirklich ganz sicher? Ich checke. Schade. Schade, dass keine Dame mehr dazu gekommen ist. Ist ganz nice, dass man hier auch Poker spielen kann. Zwar jetzt nicht so praktisch für ein Let's Play, aber... Ort sehen, ansehen. Ah, so kann ich mir die angucken. Ah, da steht sogar dran, was ich habe. Ist praktisch. Wer das nicht weiß. Spielst du oder nicht? Ich erhöhe. Ich bin raus. Ich hole. Ja, ich komm. Hole. Ja, klar. Geht mit. Ist alles easy. Ich hoffe doch, jetzt hat hier keiner... Checke. Checke. Stimmt, jetzt sollte vielleicht auch mal checken einfach. Check. Du bist raus, Boy. Ist nice, auch diese Sicht so. So leicht von über... Checke. Hm. Check mal. Ja, ich check auch mal. Check. Und... Ich habe gewonnen. Tolles Blatt. Jason Brody gewinnt $70. Das brauchte ich. Ja, ich beende das hier mal. Und spiele dann erstmal eine Runde für richtiges Geld. Ich wollte hier das nur mal angucken, wie das funktioniert. Oder? Ja, komm, können wir einfach mal machen. Anfänger für richtige $100. Guten Tag, da bin ich wieder. Aber ich überspringen mal so. Haben wir schon mal hier Karten. Alles klar, was habe ich da? Oh, ja. Call ich mal. Ich calle. Muss ich mal gucken, was in die Mitte kommt. Oh, guck mal hier. Legen sie Chips rein. Und der Stapel wird nicht niedriger. Und der Berg auch nicht höher. Oh, ne. Check. Ah. Ich checke. Da das ist meine Hand. Ich weiß es. Das ist deine Hand also. Schade, dass wir nichts sagen können. Würzen wir den Pott. Ich werde passen. Ich bin raus. Ach, call. Jungs, ey. Komm, call mit. Ja, super. Ich will hier ein bisschen Geld verdienen. Nonparolo. Die Musik im Hintergrund ist auch nice. Ach so, ich bin dran. Achso, nee, ich check einfach mal. Vorsichtshalber. Wollen ja auch nicht sofort alles am Anfang verlieren.
Ich reise dich. Wie hat er denn gesetzt? Komm, gehen wir mit. Ja, komm, wir haben ein gutes Paar. Gehen wir einfach mal mit. Und? Ja, Frau Arbeit hat einen Ass auf der Hand. Noch. Pech gehabt. Shit. Ah, verdammt. Ich glaub nicht, dass ich gewonnen hab. Alles klar. Es kann nur noch besser werden hier. Ich calle. Machen wir das etwas spannender. Call. Call. Ich werde mitgehen. Ich gehe mit. Um 5? Oder wie? Ach so, ja, okay. Na, egal. Check. Hey, von hier sieht man das jetzt nicht so. Ein paar. Achso, ja, es sind die 7. Da, wenn ich jetzt Welse, denken die bestimmt. Die Runde passe ich. Denken die. Da gehe ich mit. Ich hab sie. 3 7. Ich werde checken. So blöd sind die hier nicht. All in. Riskier's mal. All in. Bestimmt hat er jetzt sie. Wieso holt er sich Geld? Der hat die 3 7. Oh nein. Scheiße. Und der hat sogar ein Full House. Oh, ich hatte 2 Pair. Shit. Alles klar. Nein, nein. Wir gehen da mal raus. Wollen es auch nicht zu. Ich will euch auch nicht zu sehr langweilen, obwohl das ziemlich Spaß macht, ein bisschen Poker spielen. So nebenbei kann man das ja auch mal machen. Machen wir doch die Mission. Ach komm. Alles klar. Ach, was hast du denn? Willst du nicht gut? Nein. Was gibt's? Meine Tochter ist tot. Ihr Mann Senin hat sie umgebracht. Er tat ihr weh, schlug sie. Ich sagte ihr, sie sollte ihn verlassen. Hey, immer langsam. Ich weiß, wer du bist. Du bist der, von dem Dennis erzählte. Jason Brody. Mein kleines Mädchen, der ich das Gehen und Laufen und Singen beibrachte, ist nun tot. Und das war Senin? Naja, nein, aber er ist schuld. Sie starb an gebrochenem Herzen und jetzt will er wissen, wo sie begraben ist, damit er seinen Ring wiederholen kann. Bitte, wenn du ein guter Mann bist, treib ihm das aus. Wie? Er hat Angst vor Waffen. Schieß auf ihn, aber triff ihn nicht. Treib ihn in die Flucht und sag ihm, dass Rohanna befiehlt, dass er das Grab in Ruhe lässt. Bitte, dass meine Tochter Frieden bekommt. Alles klar, das mache ich das gern für dich. Oder wir können auch direkt abschießen eigentlich. So ein Schweinhund. Jetzt lutsche ich hier gerade mein Kaugummi. Wir müssen dahin, alles klar. Aber wo soll er sich denn rumtreiben? Meinst du, der treibt sich... Der treibt sich doch nicht direkt schon an dem Grab rum. Oh doch, da ist er. Ah, da sind ja mehrere. Diese verdammten Piraten sind... Scheiß Ziegen! Ich mag die Viecher nicht. Na, jetzt waren wir gerade da. Weiß echt. So nebenher schießen. Pass auf! Okay. Das war doch kein Fleisch. Leder vielleicht. Ist mir gar nicht gut bekommen. Scheiß, was soll ich denn jetzt machen hier? Die sind das Letzte. Okay. Was willst denn du? Ich habe eine Nachricht von Rohanna. Lass das Grab ihrer Tochter in Ruhe. Was ihr gehört, gehört auch mir. Mein Freund! Ich fass das Grab nicht an, ich schwöre. Ja, wäre auch mein. Das war ja einfach. Dann gehe ich jetzt zurück und mache dann wirklich mal einen Cut.
Hallöchen. Ja, hör auf zu flennen. Hast du ihn gesehen? Mhm. Mit ihm gesprochen? Er hat's verstanden. Danke dir. Bitte nimm das. Es ist nicht viel, aber es gehört dir. Danke sehr. Wie viel haben wir denn jetzt bekommen? Oh, 500. Was? Das lohnt sich doch schon. Also, mit dieser kleinen Liebesgeschichte verabschieden wir uns aus dieser Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 3. Aber ihr seht mich nicht nur da, sondern auch in MTA und in Ace of Spades und in irgendwann mal Internet. Also ich komme einfach nicht dazu. ja, schreibt es noch in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Und bis dahin verabschiede ich mich. Wir sehen uns. Ciao, ciao.